Ich habe versprochen den Veranstaltern, dass ich heute hier nicht so herumtigere. Deswegen werde ich versuchen, ganz brav hier an diesem roten Tisch stehen zu bleiben. Ich möchte Sie heute gerne mitnehmen auf einen circa einstündigen Ritt durch die Geschichte des Hexenglaubens, wenn man so möchte. Werde einen etwas anderen Blick vielleicht werfen auf einen Glauben an das Übernatürliche, der ja immer noch sozusagen fröhliche Urstände feiert. Beginnen möchte ich eigentlich ganz klassisch als sozusagen Expertin für die frühe Neuzeit und Mittelalter mit einer Begriffsdefinition Hexe. Was heißt das eigentlich? Kommt aus dem Mittelhochdeutschen, beziehungsweise auch Althochdeutschen, Hagzissa oder Hagazussa, Mittelhochdeutsch Hexe, klingt schon ähnlicher, Hesse. Im Altenglischen Hagtisse, kennen Sie vielleicht auch, Hag, Old Hag, sind Begriffe, die heute noch verwendet werden. Und rechts sehen Sie von Dürer einen Kupferstich, wo schon so ganz klassisch so dieser erste Blick auf Hexen eigentlich im Grunde deutlich wird, denn das waren früher wirklich scheußliche alte Frauen, meistens auch mit Accessoires wie Katzen, das kennt man auch heute noch, die immer ganz grausame und fürchterliche Dinge trieben. In der Antike war das eigentlich alles kein Problem noch. Also in der Antike glaubte man auch, dass es Wesen gibt, die zaubern können, Frauen, die Zauberkräfte haben. Da war das aber nicht so problematisch. Erst das Christentum hat das als negative Figur eingeführt, beziehungsweise ja die Kirche als Institution der moralischen Bewertung fand das alles nicht so gut. Die Bibel selbst ist relativ vage, was Aussagen über Hexen angeht, findet relativ wenig. Ein Zitat, ein Exodus, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen, wobei man da zu sagen muss, dass es in der lateinischen Vulgata-Übersetzung der Bibel, also nicht in der deutschen volkssprachlichen Übersetzung, ist immer von Malefica die Rede, also von der Übeltuerin. Also den Begriff Hexe gab es sozusagen da erstmal noch nicht. Der Volksglauben macht dazu sozusagen erst die Hexe. Es gibt noch eine andere Stelle in der Bibel, die man in der frühen Zeit heranziehen kann. Fünftes Buch Mose, da steht, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, soll es bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keinen, der Losorakel befragt, Wolken deutet, aus dem Becher weissagt, zaubert, Gebetsbeschwörungen hersagt oder Totengeister befragt, kein Hellseher, keinen, der Verstorbene um Rat fragt. Eigentlich denkt man, perfekter Text für die GWOP-Homepage, für die Psi-Tests. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel und um solcher Greuel willen vertreibt dir der Herr dein Gott vor dir her. Und so weiter. Also das sind sozusagen zwei einschlägige Stellen in der Bibel, wo überhaupt mal von Hexen die Rede ist. Diese erste Zeit der Beurteilung sozusagen von Hexen als etwas Negatives nimmt seinen richtigen Aufschwung tatsächlich nicht im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit, wo man ein bisschen diese Leerstelle füllen musste, dass nämlich die Bibel da eigentlich keine besonders konkreten Aussagen darüber gemacht hat, was jetzt genau Hexen sind und wie man sie erkennt. Es gibt dann sozusagen, um diesem Mangel abzuhelfen, gibt es Hexentheoretiker, die bestimmte Kataloge an Merkmalen verfasst haben. Damit werden wir uns auch gleich noch ein bisschen näher beschäftigen. Also Theologen, die sich darum gekümmert haben, dass man halt ja irgendwie wissen muss, warum das eine Hexe ist und wie die dann genau ausschaut. Es gibt dann sozusagen Kataloge, woran erkennt man Hexen? Also ein Merkmal, definitiv wichtig ist, dass die Hexe fliegen kann auf Stöcken, auf kleineren Tieren oder auf Dämonen mit Hilfe von sogenannter Hexensalbe. Das sehen wir hier auch wieder Hans Baldung Green, die Hexe unten hat auch die Hand so in diesen Bottich getaucht, wo diese Hexensalbe drin ist, die sie braucht, um zu fliegen. Die Hexensalbe natürlich auch wieder ganz praktisch, wird hergestellt aus ungetauften Kindern, also ein Grund mehr sozusagen, sein Kind in den Schoß der Kirche zu treiben. Und wenn die Hexe sich aber Tiere bediente, um zu fliegen, hinterließ das dem Aberglauben nach auch so ein Hexenmal auf den Tieren. Also die waren dann sozusagen gebrandmarkt. Deswegen galten Tiere oft, die so Flecken oder Zeichen auf der Stirn hatten, als dämonisch. Die mochte man nicht so gern.
Weiteres Kennzeichen, wie man eine Hexe erkennen konnte, war auch, dass sie sich regelmäßig mit anderen Hexen und dem Teufel getroffen hat. Wir alle kennen das, die Walpurgisnacht oder die Johannisnacht im Juni. Weihnachten und Neujahr waren auch immer ganz beliebte Treffpunkte. Ganz wichtig, der Pakt mit dem Teufel natürlich, ohne den ging es nicht. Interessant hier wiederum, da gab es so eine kleine Gender-Komponente, also für Männer war angesagt, wenn sie einen Pakt mit dem Teufel schließen wollten, da musste sozusagen man erstmal allen Heiligen und Gott abschwören und dann ein rechtskräftiges Dokument unterzeichnen. Auch mit dem, der Teufel musste also unterschreiben, damit es ein gültiger Vertrag werden konnte. Sehen wir eine Abbildung von ungefähr 1630. Und wie das dann aussah, zum Beispiel so, mit so ganz, was da halt so als dämonisch wahrgenommene Handschriften empfunden hat. Also so sah das sozusagen aus für die Männer. Bei den Frauen war es noch ein bisschen anders. Häufig, also wenn die Frau sich mit dem Teufel einlassen musste, musste ein Geschlechtsakt her. Also der Geschlechtsverkehr war sozusagen zwingende Notwendigkeit, um sich mit dem Teufel einzulassen, die sogenannte Teufelsbuhlschaft. Andere Kennzeichen waren auch sowas wie Teufelstaufe oder zauberische Hochzeit, hieß es dann auch, die Hexenhochzeit. Das sind so Elemente dieser dämonischen Verbindung. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es eben so normale Alltagsrituale oder Anlässe sozusagen immer ins Dämonische dann gewendet werden konnten, beziehungsweise diese Rechtsgeschäfte auch eben ihren Einzug hielten. Bei den Frauen, das haben Sie dann bestimmt auch schon mal gehört, oder man differenziert dann nochmal zwischen dem Inkubus und dem Succubus, je nachdem, ob es ein weiblicher oder ein männlicher Dämon ist. Und diese körperliche Verbindung, das ist definitiv etwas, was die Kirche immer wahnsinnig beschäftigt hat. Also die körperliche Verbindung vor allem von Frauen mit dem Teufel hat die Kirchenobersten intellektuell und theologisch durchaus beschäftigt, denn ein Dämon ist zunächst erstmal ein körperloses Wesen. Der Hexenhammer, da komme ich gleich nochmal drauf, widmet sich intensiv der Frage, ob Teufel Frauen besser befriedigen können als normale Männer. Das war eine theologische Abhandlung wert, sozusagen. Und ich höre schon Gewisper, das wird heiß diskutiert. Der Streitpunkt für die Kirche war auch die Frage, haben die Menschen sich sozusagen freiwillig mit dem Teufel ins Bett gelegt oder passierte das sozusagen im Schlaf ohne ihr Wissen, ohne ihr Zutun? Das war dann sozusagen schuldmindernd, wenn die Person geschlafen hat. Und zum Beispiel Männern konnte es dann eben passieren, dass ihnen von einem weiblichen Dämon der Samen geraubt wurde und damit Unsinn angestellt wurde. Und dann konnten sie aber nicht so viel dafür, wenn sie geschlafen haben. Und Dämonen wurden sozusagen auch immer beschuldigt als diejenigen, die dafür verantwortlich sind, wenn beispielsweise Kinder mit Missbildungen geboren wurden oder Totgeburten. Wobei man sagen muss, bei Schwangerschaften häufig auch einfach wieder der Frau sozusagen die Schuld zugeschoben wurde, wenn das Kind sozusagen nicht gesund war, musste nicht immer der Teufel sein. Und da kommt dann auch schon in der frühen Neuzeit dieser Misstrauen gegenüber Hebammen, die mit schwangeren Frauen natürlich viel Umgang hatten und die auch unter ständiger Beobachtung standen. Also Hebammen beispielsweise durften ihrem Beruf nur nachgehen unter strenger Aufsicht, nur am Tag die Stadt verlassen, mussten auch vor Einbruch der Dunkelheit wieder innerhalb der Stadtmauern sein. Und hatten strenge Auflagen, was ihre Arbeit angeht. Bisschen kann man sich anschauen, was sollte das eigentlich? Warum war die Hexe so wichtig und warum war der Glaube an Hexen eigentlich für die Menschen in der frühen Neuzeit so ein Thema? Und warum hat sich die Kirche derartig damit beschäftigt, solche detaillierten Merkmalskataloge zu entwickeln? Muss man auch wieder ein bisschen ausholen. In der kirchlichen Vorstellung war die Frau sozusagen ja die Wurzel allen Übels. Also Eva sozusagen als die,
die Mutter der weiblichen Fehlbarkeit nach der Erbsünde-Lehre ist halt sozusagen Evas Fauxpas da sehr im Vordergrund, nämlich dass sie diejenige war, die der teuflischen Schlange zuhört, Neugier entwickelt und vom Baum der Erkenntnis kosten möchte, wo wir heute sagen würden, ja, ist doch klar, die ist halt neugierig, die möchte Dinge herausfinden, ist doch eigentlich was Positives. Aber Frauen wurden sozusagen von der Kirche dann seit jeher als ja, verführerisch, besonders dem Teufel zugänglich angesehen, vom Bösen verführbar. Das ist sozusagen, wenn man so möchte, der misogyne Gründungsmythos der westlichen Welt, ist eigentlich nicht übertrieben, das so zu nennen, nachdem Frauen einfach per se von Natur aus aufmüpfig sind, frech, neugierig, schwer zu bändigen oder zu domestizieren, auch schwer zu kontrollieren und anfällig für die Einflüsterungen des Bösen und eben auch für lasterhaftes Verhalten sehr empfänglich. Und wenn man sich vorstellt, dass das für normale Frauen bereits sozusagen galt, dann verkörpern Hexen sozusagen nochmal die potenzierte Form dieser Eigenschaften. Und besonders alleinstehende, arme oder irgendwie andersartige Frauen boten sich da als Hexen an. Später änderte sich das ein bisschen, auch da kommen wir nachher noch dazu, als ein Beispiel, dass nicht nur sozusagen andersartige arme oder alleinstehende Frauen bezichtigt wurden, Hexen zu sein, ist Katharina Kepler, die Mutter von dem Astronomen Johannes Kepler, die auch denunziert wurde als Hexe, angeklagt wurde, aber durch Fürsprache ihres Sohnes freigesprochen wurde. Es gab dann diese erwähnten Hexentheoretiker und gehört haben Sie bestimmt alle schon mal vom sogenannten Hexenhammer, der Malleus Maleficarum, zuerst erschienen 1486. Das war genau so ein Fall, dass ein Hexentheoretiker, der Dominikaner Heinrich Kramer, diese Abhandlung in drei Teilen publiziert hat, in der es darum ging, erstmal die Merkmale von Hexen genau darzustellen und dann noch ein paar andere Dinge damit zu erklären. Also der Hexenhammer diente als Rechtfertigung vor allem, Hexen zu verfolgen und sie zu foltern und mit dem Tod zu bestrafen. Dieses Werk wurde bis ins 17. Jahrhundert in 29 Auflagen immer wieder neu aufgelegt, war aber nicht offiziell anerkannt von der Kirche. Es wurde sozusagen herangezogen, auch von Magistraten und Städten sozusagen, um zu wissen, was sie tun sollten, wenn sie Hexen beschuldigten, anklagten und foltern wollten. Aber es war sozusagen nie offizielles Manual der Kirche. Das Buch selbst ist in so einer Art Question-and-Answer-Format. Also es gibt immer so eine Frage, wie erkenne ich eine Hexe oder was tue ich, wenn? Und sozusagen beantwortet dann dieses Buch diese Fragen. Es unterstützte, wie gesagt, Magistrate bei der Inquisition. Und im ersten Buch ist das, was ich vorhin so ein bisschen versucht habe anzudeuten, diese Kennzeichen und Merkmale von Hexen sind sehr übersichtlich geordnet und mit stichhaltigen Argumenten, die so eine Art Wissenschaftlichkeit suggerieren, versehen. Es gibt, was halt sehr beliebt war, sozusagen klare Regeln, nach denen man Hexen dann erkennen konnte. Und Sie kennen vielleicht von Monty Python diese verballhornte Version, ne? Wie erkenne ich eine Hexe? Habe ich jetzt hier nicht mitgebracht, den YouTube-Film. Können Sie sich aber noch dran erinnern, genau. Frauen sind halt dieser Argumentation bei Kramer im Hexenhammer nach, wie gesagt, anfälliger als Männer für schwarze Magie. Erbsündelehre wieder. Und da sie sozusagen der einen Schöpfungsgeschichte nach nur aus der Rippe des Mannes erschaffen wurden, sind Frauen eben nicht so vollwertige Wesen wie Männer. Ich zitiere kurz wörtlich eine Passage aus dem Hexenhammer. Also Frauen sind auch nicht so treu im Glauben. Und Zitat, Feinde der Freundschaft, eine unausweichliche Strafe, ein notwendiges Übel, eine natürliche Versuchung, eine begehrenswerte Katastrophe, eine häusliche Gefahr, ein erfreulicher Schaden, ein Übel der Natur. Zitat Ende.
Darüber hinaus sind Frauen sexuell unersättlich und trieben also ständig Geschlechtsverkehr mit Dämonen. Und durch diese Teufelspakte üben Hexen unwiderstehliche Macht auf Männer aus und die wiederum den Hexen vollkommen hilflos ausgeliefert sind. Wie das dann immer so schön dargestellt wird, ist natürlich ganz reizend. Hier Hans Baldung Green wieder, Hexe einen Drachen neckend. Hexen üben durch ihre Hexenzauber sozusagen aus, dass, also machen, dass Männer beispielsweise impotent werden oder ihre Manneskraft eben vollkommen verlieren. Immer natürlich beliebt, sozusagen blame it on the witch. Wenn irgendwas schief läuft, ist das definitiv nicht seine Schuld, sondern das war eine Hexe. Und interessant ist diese Argumentationsrichtung, also Hexen bedienen sich unlauterer Machenschaften und magischer Tricks, um ihre Ziele zu erreichen, während Männer sozusagen ihre Position oder das, was sie erreichen, aufgrund ihres Wissens oder Könnens erreichen. Also da auch wieder so eine Opposition, die aufgemacht wird. Der Hexenhammer liefert dann auch gleich noch praktische Tipps, wie man sich schützen kann vor diesen Hexenzaubern, und im letzten Teil, im dritten Teil, stehen dann vor allem die Hexenprozesse im Vordergrund. Dort werden sozusagen Abläufe, standardisierte Abläufe beschrieben, wie man da vorgehen soll, und vor allem auch Folterpraktiken empfohlen, wie man sozusagen herausfindet, ob die Hexe nun wirklich eine Hexe ist. Also beispielsweise soll man den Körper der Hexe so sehr strecken, dass man, wenn man eine Kerze hinter den Rücken der Hexe hält, sozusagen das Licht durch den Bauch scheinen sieht. Wichtig, Kirche und öffentliche Stellen haben sich sozusagen mit Hexen und deren Bestrafung auf diese Art auch tatsächlich mit Publikationen und in der Öffentlichkeit befasst. Und die Vorstellung von Hexen war zu dieser Zeit, beruhte sozusagen auf theologischen und intellektuellen Ideen und Debatten. Das waren sozusagen nicht diese volkstümlichen Schauerfiguren, mit denen man Kindern Angst einjagte oder an denen man sich ergötzte, sondern es waren wirklich ernsthafte theologische Debatten und Auseinandersetzungen. Später als sozusagen hier ein Beispiel für so ein Flugblatt, also als sozusagen die Bevölkerung weitere Teile alphabetisiert waren, der Buchdruck erfunden war und dann sowas wie Flugblätter aufkamen und andere Erzeugnisse, wurden dann auch volkstümlichere Vorstellungen von Hexen verbreitet. Also Laien, die sich dann auch dann mit diesem Thema beschäftigt haben, und hier sehen wir halt auch, das ist halt nicht mehr auf Lateinisch, also nicht mehr dieser exklusive Club von gebildeten Männern, die Latein können, sondern Flugblätter waren eben auch dann für die volkssprachlichen, nicht ganz so hochstehenden Schichten geeignet. Aber dennoch kann man wirklich festhalten, dass es erstmal diese gebildete männliche Oberschicht ist, die sich intellektuell mit diesem Problem auseinandersetzt. Der Hexenhammer hatte einen sehr, sehr großen Einfluss, was nicht nur an diesen 29 Auflagen abzulesen ist, sondern auch, dass er sozusagen nach Amerika exportiert wurde, was da wiederum zu diesen Hexenprozessen, Hexenverbrennungen in Salem führte. Das wäre aber allerdings wieder ein eigener Vortrag wert. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. In Europa hatte dieses Werk tatsächlich auch einen sehr großen Einfluss, unter anderem auf King James in England, deren eigene Abhandlung selbst sozusagen verfasst hat, die Dämonologie und Abhandlung von 1601. Und interessant ist, dass es in England so ein bisschen eine andere Konnotation bekommen hat. Also Hexen wurden hier oft, oder bei King James wurde die sozusagen eher erklärt, als das sind Frauen, die sind besessen und die stellen sich vor, die steigern sich rein in den Wahn, dass sie übernatürliche Kräfte hätten und andere verzaubern könnten. Das ist sozusagen so eine Lesart. Nichtsdestoweniger glaubte man auch in England daran, dass es Hexen sozusagen wirklich gibt und die einen Einfluss haben auf die reale Welt. Ich möchte mit dem nächsten Beispiel in England bleiben. Und zwar gibt es hier den Reginald Scott, den ich sehr interessant finde. Also es ist ein Werk, das 1584 erschienen ist, The Discovery of Witchcraft,
wo Scott, der Protestant ist, sozusagen sehr hart ins Gericht geht mit den Menschen, die an Hexen glauben oder sie verfolgen. Scott war einer der frühesten Kritiker tatsächlich des Hexenglaubens, sehr, sehr früh. Und für uns heute erscheint er wie so eine Art Leuchtturmfigur des Aufgeklärten, des Vernunftglaubens und ja, so wie so ein Vorbild sozusagen für rationales Reflektieren dieser Hysterie teilweise. Er selbst, wie gesagt, war Protestant, glaubte also an Gott und dessen Allmacht und zog daraus sozusagen seine Argumente gegen Hexen. Er hatte dann eine relativ in Ordnung erscheinende wissenschaftliche Methode hergezogen. Er hat sich einfach die Bibel und deren Übersetzung nochmal genau angeschaut und hat da einfach nach Belegen gesucht für das Phänomen, dass es dann seiner Meinung nach einfach sozusagen die Hexe so eine Art Überlagerungssituation von diesen verschiedenen bösen Figuren gibt, also sozusagen als Kulminationspunkt. Was so ein bisschen anschließt an dieses erste Zitat oder das zweite, was ich gebracht habe aus dem 5. Buch Mose, wo gesagt wird, was alles nicht sein darf mit den Wahrsagern und Betrügern und sozusagen. Und Scotts Argument war sozusagen, dass die Hexe eigentlich nur so ein Kulminationspunkt ist von all diesen bösen Figuren und Giftmischern, Scharlatan, Wahrsager und so weiter. Das heißt, seine Methode war erstmal eine genaue Textlektüre und Textkritik und, das finde ich sehr spannend, empirische Methoden. Der hat das nämlich dann gemacht, dass er gesagt hat, okay, meine These ist, Hexenglauben ist eigentlich nur ein falsch verstandener Glaube und eigentlich ist die Ignoranz der Menschen der Grund, dass wir heute an Hexen glauben. Und wie gesagt, 1584. Und er sagt, die Hexen sind sozusagen einfach so eine Art Sündenbock und um das nachzuweisen, ist er tatsächlich aufs Land gefahren, hat so Gemeinden besucht und hat geguckt, was die da machen. Also er schaute sich dann die Frauen an, die normalerweise als Hexen beschuldigt wurden, also typischerweise alleinstehende, arme, alte, teilweise psychisch kranke Frauen, ungebildet oft, vor denen man auch oft sich ekelte, hat sich das angeschaut und hat gesehen, das sind halt im Idealfall, sozusagen im Standardfall, alleinstehende Außenseiter, die auch keine Unterstützung in der Gesellschaft erfahren. Und Scott hat dann formuliert, die haben eigentlich überhaupt keine übernatürlichen Kräfte, wer das glaubt, der irrt und ist eigentlich kein guter Christ. Und seine Analyse ist sozusagen, dass in der Gemeinde es immer eine oder mehrere Frauen gibt, auf die das zugetroffen hat, also alleinstehend, verwitwet, alt, hässlich, missgestaltet, verarmt, die sozusagen, um zu überleben, für ihren Lebenshaushalt betteln gehen musste bei den Nachbarn, was natürlich in der Gesellschaft zu der Zeit für Probleme gesorgt hat, da Nahrung und Kleidung nicht im Überfluss vorhanden waren, es kein funktionierendes Sozialsystem gab. Und diese Frauen eben auf fremde Hilfe angewiesen. Sie konnten sich im Grunde nicht selbst helfen. Da sozusagen Berufstätigkeit für Frauen zu dem Zeitpunkt auch bis auf wenige Ausnahmen nicht möglich war. Wenn solche Frauen dann nicht die nötige Unterstützung bekamen, kam es laut Scott zu einer ungünstigen Verquickung von mehreren Mechanismen. Ich möchte das deswegen, weil das eine schöne Stelle ist, von Scott direkt zitieren. Zitat aus dem Buch. Dann hat sie, also die Frau, die derartig beschuldigt wurde, eine Hexe zu sein, dann hat sie ihnen Unglück gewünscht, vielleicht mit Flüchen und Verwünschungen. Also ich habe es übersetzt aus dem Englischen. Zweifelsohne wurden kurz über lang einige ihrer Nachbarn krank oder starben. Manche ihrer Kinder wurden von Krankheiten heimgesucht, die sie schrecklich plagten. So zum Beispiel Apoplexien, Epilepsie, Starkkrämpfe, Fieberschübe, Würmer etc. Diese Krankheiten hielten die ignoranten Eltern für die Rache von Hexen. Ja, und diese Meinungen und Täuschungen werden auch noch bestätigt und aufrechterhalten von schlechten Ärzten, gemäß dem bekannten Sprichwort Inscitiae pallium maleficum et incantation. Missetaten und Zauberwerk verstecken die eigene Unwissenheit. Hexerei und Zauberei sind der Deckmantel der Ignoranz, denn schlechte Säfte, evil humor im Original, verursachen diese Krankheiten nicht seltsame Worte, Hexen oder Geister. Ich finde das mittlerweile eine meiner Lieblingsfiguren, weil ich das unglaublich finde im
ausgehenden 16. Jahrhundert, das so klar auch zu formulieren, was Krankheiten verursacht, finde ich ganz großartig. Was er tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon entdeckt hat, ist, dass die Frauen auch selbst ein Stück weit sozusagen da auch mit reingespielt haben, die in der Form beschuldigt wurden. Er sagt nämlich sozusagen, ein weiterer Grund, warum dieser Hexenglauben so stark verbreitet ist, ist, dass die Frauen selbst daran geglaubt haben. Denn, wie in dem Zitat deutlich wurde, so eine alleinstehende Frau, der nicht geholfen wird, sozusagen diese Verwünschungen ausspricht und dann passiert wirklich zufällig zur gleichen Zeit etwas, fängt sie selbst an, daran zu glauben, dass sie tatsächlich diese Macht hat, um solche Unglücksfälle hervorzurufen. Was natürlich dann in so einem krassen Gegensatz zu ihrer normalen Situation steht, dass sie sagt, eigentlich gar nicht so schlecht. Die haben jetzt zwar alle Angst vor mir, aber ich bin jetzt jemand sozusagen. Ne? Und kann sozusagen, um ja vielleicht auch besser dazustehen, sage ich dann, okay, ich wünsche dir nichts Schlechtes, wenn du mir irgendwie einen Korb mit Eiern vorbeibringst. Das heißt, diese plötzliche herausgehobene Position und Mächtigkeit, die dadurch entstanden ist, hat durchaus dazu geführt, dass den Frauen das gefallen hat und einige freiwillig zugegeben haben, Hexen zu sein. Aber nochmal ein Blick auf diese Hauptzielgruppe. Alte, hässliche, alleinstehende Frauen ohne offensichtliche Funktion in der Gemeinschaft. Die hatten keinen Anteil an der Wohlstandsvermehrung und waren deswegen idealerweise, ja, die Figuren sozusagen konnten sie ausfüllen, die Rolle des Sündenbocks und waren Projektionsfläche für alles Unglück, was über eine Gemeinschaft hereingebrochen ist oder Pechsträhnen. Alles Negative konnte sozusagen als in ihr kulminieren und der Sündenbock, wenn der geopfert wird, ist sozusagen das Schlechte erstmal beseitigt, solange bis wieder was Neues Schlechtes passiert. Wir sehen hier nochmal so ein Beispiel für Hexenverbrennungen in Deutschland im 17. Jahrhundert. Und wiederum eine Quelle, die ich sehr spannend fand in der Beschäftigung, waren Aufzeichnungen aus Würzburg, aus Akten des Hochstifts, in die später erschienen, also 1629 eigentlich, zeige ich jetzt mal gleich, ist das Verzeichnis der Hexenleut sozusagen aufgezeichnet worden in Würzburg. Das ist dann später publiziert worden im 18. Jahrhundert in der Chronik. Und in Würzburg sind notiert 42 Brände zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, insgesamt 900 Menschen wurden getötet und sozusagen dieses Verzeichnis ist erhalten. Diese Akten des Hochstifts sind sozusagen erhalten. Das bedeutet nicht, dass sozusagen die Kirche oder das Hochstift besonders intensiv Leute gefoltert und verbrannt hat, sondern es ist ein reguläres Problem in der Geschichtswissenschaft. Das ist halt überliefert. Bei vielen anderen Quellen, die sind nicht überliefert, da können wir keine Aussagen drüber treffen. Positiv hier ist sozusagen, dass es relativ detailliert ist. Die Informationen sehen wir gleich noch ein bisschen. Also wenn man das mit so einer Art Diskursanalyse unterzieht, kann man zum Beispiel, fällt einem dann auf, die Adjektive, also wie werden diese Opfer qualifiziert. Das sind die alte Beutlerin, zwei fremde Weiber, die alte Schenkin und die alte Rumin, ein fremder Mann. Also da haben wir sozusagen, entweder sie sind alt oder kommen von woanders her. Das ist in der früheren Zeit, sozusagen im anderen, also im zweiten Brand und im vierten. Später, beziehungsweise da schon leicht erkennbar, dass es auch andere Berufsgruppen auf einmal treffen kann. Die Bürgermeisterin, die schickelte Amtfrau, also die Hebamme, notabene, von der kommt das ganze Unwesen her. Also da wieder dieses Misstrauen gegenüber der Hebammen. Zunft. Und dann, was auch dann auftritt, 19. Brand, sieht man, es schon ein bisschen später, ein Edelknab von roten Haaren, und das ist ja fast schon ein halber Roman, ist um 6 Uhr auf dem Kanzleihof gerichtet und den anderen Tag verbrannt worden. Die Sekretärin, noch ein Weib, ein Knab von 10 Jahren, noch ein Knab von 12 Jahren
Und dann das Göbel Babelin, die schönste Jungfrau in Würzburg. Also es sind dann sozusagen nicht mehr nur die hässlichen Alten, sondern auch die ganz Jungen und die ganz Schönen, die Gebildeten. Der Student, der so viele Sprachen konnte und so ein toller Musiker war. So, ich habe das dann mal sozusagen statistisch ausgewertet. Insgesamt 160 Todesopfer in diesem Verzeichnis, davon 81 Frauen und 79 Männer, fast 50-50. 32 der 160 Getöteten waren Kinder, also ein Fünftel, bis runter zu 4 Jahren, also wirkliche Kinder. Nicht im klassischen heutigen Sinne gibt es sozusagen keinen Namen in dem Sinne, sondern häufig halt eine Charakterisierung mit dem Beruf oder dem Aussehen, wie wir gesehen haben. Die soziale Stellung wird oft genannt, die Familienverhältnisse. Also es ist auch so ein Phänomen, dass man oft sieht, Brüder, ganze Geschwister werden ausgelöscht komplett. Vermögende Menschen, Reiche, Dicke, Dünne, egal. Und besondere Kennzeichen werden immer wieder erwähnt. Das heißt, das ist wirklich eine Änderung. Mitte des 17. Jahrhunderts sind nicht mehr nur die armen, alleinstehenden, hässlichen alten Frauen die Opfer, sondern Männer, Frauen, Kinder, wie gesagt, reiche, hässliche, schöne, fremde, einheimische und, was auch sehr überraschend für mich war, so deutlich ganz viele Mitglieder der Kirche. Also gerade diese, also was wir hier auch sehen, der Musikus, das ist so ein Phänomen, das habe ich in diesen Würzburger Akten sehr oft gefunden, also dass tatsächlich kirchliche Würdenträger oder die aus dem Chor sozusagen denunziert und hingerichtet wurden. Hexen sozusagen waren nicht mehr nur weiblich konnotiert, dennoch war es sozusagen der Ausgangspunkt, wo es mal losging. Die Tendenz sozusagen ist eigentlich durch alle Jahrhunderte gegeben, dass man versucht hat, bestimmte Ursachen für Unglücksfälle sozusagen auszumachen, für Krankheiten, für Seuchen und so weiter. Und genau diese Tendenz gibt es im Grunde bis heute. Das hat sich nicht geändert. Also sozusagen die Bereitschaft, damit zurechtzukommen, dass Zufälle, Chaos und Wahrscheinlichkeiten Ursachen sind für bestimmte Ereignisse, das ist weniger attraktiv, als so einen konkreten Verursacher zu haben und dem man sozusagen so noch eine böse Absicht unterstellen kann. Ne, die Sterne standen ungünstig, deswegen hat mich meine Partnerin verlassen oder überhaupt der Einfluss der Umwelt von äußeren Kräften ist heute immer noch immens wichtig. Also sowas ne, wie Umweltverschmutzung oder das sind die korrupten Politiker, die da oben, das sind die Chemtrails, wir werden alle vergiftet oder sonstige mysteriösen Stoffe. Und diese omnipräsente negative Energie ist sozusagen das, was heute sich auf im Grunde alle Bereiche unseres Lebens auswirken kann. Bemerkenswert finde ich dabei, dass heute eben anders als früher das so eine Körperlosigkeit hat. Sind eben diese schlechten Energien, was Unsichtbares, was uns irgendwie umgibt und was als Erklärung für Schlechtes herangezogen wird. Die Hexe als Personifikation des Bösen und der schlechten Energie hat ausgedient, kann man sagen. Wir leben in der Ära des Wireless LAN, der Röntgenstrahlen, der Radiowellen, des Bluetooth, wenn man so will. Und für viele Menschen funktioniert diese Welt irgendwie unsichtbar nach undurchschaubaren Gesetzen. Aber sozusagen die Angst und das Bedürfnis nach so einem Schutz vor diesen schlechten Energien und Einflüssen, die ist ungebrochen. Ne? Also es gibt Amulette, es gibt irgendwie Energetisierer, es gibt Wünschelruten, mit denen man Wasseradern finden kann, die einen nachts beim Schlafen stören. Es gibt Feng Shui, es gibt Detox und glutenfreie Lebensmittel. Es gibt Horoskope, Schamanen, Wahrsager, Heilpraktiker, Reiki-Meister und so weiter. All das alles zeugt vom Bedürfnis, das eigene Schicksal irgendwie positiv zu beeinflussen und negative Einflüsse abzuwehren. Der Glauben an Hexen ist jedoch nicht durch die Aufklärung gestorben, wie man meinen könnte, aber der Glauben hat sich sozusagen gewandelt. Also die Hexe ist nicht mehr
der Sündenbock für alles Böse, da hat sie, wie gesagt, ausgedient, aber der Hexenglauben hat schon sowas wie eine Art Renaissance erlebt. Um das mal zu beweisen, sozusagen, habe ich mit meinem Lieblingstool rumgespielt, dem Google Ngram Viewer, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Da kann man sozusagen riesige Korpora von Büchern durchwühlen, kann man die Zeitperiode einstellen und sieht, wie oft ein Begriff in diesen Büchern vorkam. Also sozusagen seit dem Buchdruck, was Google einscannt, kann man durchforsten. Und wenn man da den Begriff Hexe eingibt, passieren eben spannende Dinge. Also es gibt sozusagen so einen ersten Peak um 1640 rum, so die erste Hochzeit der Hexenhysterie. Dann gibt es die Hochphase der Hexenverfolgung, der Hexenprozesse und Verbrennungen. Dann ganz, ganz toll sichtbar, ne? Sozusagen um die Französische Revolution her, Aufklärung, zack, interessiert sich kein Mensch mehr für Hexen. Die sind irgendwie abgemeldet. Und dann langsam aber stetig, so ab 1900 vor allem, gibt es so, ja, und jetzt hier sind wir da. Macht, finde ich, ganz wunderbar deutlich, dass es, also sie war hier, war sie so ein bisschen tot, aber eigentlich war die Hexe war nie richtig tot. Und sie kommt vor allem wieder zurück. Ja, und was ist heute? Die berühmteste Hexe in Düsseldorf, sorry, wenn ich das jetzt bringe mit Düsseldorf, es tut mir sehr leid. Wenn ich dann dazu noch sage, dass ich gebürtige Düsseldorferin bin, werde ich hier wahrscheinlich gleich rausgeprügelt, sozusagen. Genau. Ja. Hermione Granger gibt es auch noch. Und dann gibt es sowas mit auf der Wiese tanzen und sich gegen schreckliche Energien irgendwie abschirmen. Witzig ist auch das, die Sexy Hexe gibt es auch noch nicht so lange. Genau. Mir persönlich ist ja sozusagen dann lieber die Old Hag mit den Warzen und der schwarzen Katze ist mir dann lieber als das. Aber interessant ist, dass heute sozusagen Hexen immer betonen, dass sie sozusagen keine schwarze Magie betreiben, sondern weiße. So nach dem Motto, ich könnte ja schwarze Magie betreiben, habe mich aber dagegen entschieden. Also man nutzt sozusagen diese wirkmächtige Ausstrahlung der schwarzen Magie, um den Glauben an die eigene Macht sozusagen zu erhöhen. Der Teufel heute als Figur hat so ein bisschen ausgedient, also der ist schon zu märchenhaft. Das magische Denken ist aber, wie gesagt, noch eigentlich genauso da. Der Glaube an das Magische geht nicht weg, aber die Erklärungsmuster ändern sich teilweise. Und dass Hexen sozusagen auch dafür zuständig sind, den Menschen zu schützen heutzutage, das verschafft vielen Menschen Trost. Und reduziert sozusagen diese eigene Bedeutungslosigkeit des menschlichen Daseins in diesem vollkommen chaotischen Universum auf ein erträgliches Maß. Der Glaube an Hexen ist sozusagen universell, nur so ein bisschen der Inhalt, der ändert sich je nach Mode. Also es ist sozusagen an die Zeit angepasst. In manchen Strömungen, Unterströmungen des Feminismus ist dieser ist Hex sehr positiv aufgeladen. Und es gibt sozusagen, das ist jetzt auch eines meiner Lieblingsbeispiele, so ein, also wenn man sich zur Hexe ausbilden lassen will, gibt es so ein Starter-Kit. Die Ausbildung zur Junghexe. Und also ich würde es mal umschreiben mit, der Wellness-Terror hat die Hexen erfasst. Also so dieses, Hexen sind heute so Wohlfühl, Kuschelwesen. Und ein wichtiger, also wenn Sie das jetzt lernen möchten, was Sie auf jeden Fall mitbringen müssen, ist also Empathie. Und die Empathie ist also die Conditio sine qua non für die erfolgreiche Hexe. Man muss also sich in andere Menschen hereinversetzen können. Und also meine Lieblingsseite ist dieses Mondtöchter, Hexe werden. Da wird es sehr genau beschrieben. Und die Mondtöchter, die sagen, Zitat, die Empathie ist die Fähigkeit, Gedanken, Emotionen und Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen und zu verstehen. Das ist so ein bisschen Richtung Cold Reading fast. Es gehört außerdem dazu, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und angemessen auf deren Gefühle zu reagieren. Die Selbstwahrnehmung ist dabei essentiell für die Empathie. Je offener man seinen eigenen Emotionen gegenüber ist, desto einfacher lassen sich die Emotionen anderer deuten.
Die Empathie wird in vielen wissenschaftlichen Bereichen genutzt, so zum Beispiel in der Psychotherapie, dem Management, dem Marketing und der Kriminalistik. Allerdings kann eine Hexe sehr gut damit arbeiten. Viele berichten davon, dass sie die Emotionen anderer in sich fühlen können oder Erlebnisse wie Bilder vor dem inneren Auge vorbeiziehen. Gerade im Bereich der Empathie gibt es viele Wildtalente. Das heißt, sie müssen die Empathie nicht erlernen, sondern können es einfach. So, ja, schönen Dank auch. Zweite, also sehr, sehr beliebte Tätigkeit von diesen jungen Hexen ist das Kaffeesatzlesen. Um die Zukunft vorherzusagen, ist ja eigentlich auch wirklich, also ich meine, wenn man es mal vergleicht mit der frühen Neuzeit, wo die Hexen also richtig Unheil anrichten konnten und was machen sie heute, wird aus dem Kaffeesatz gelesen. Und die sagen dann auch noch so auf dieser Seite so vollkommen nicht ironisch, also tatsächlich gibt es zu der Geschichte des Kaffeesatzlesens nicht viel zu sagen, da es eine vergleichsweise neue Art der Zukunftsdeutung ist, da es den Kaffee erst seit dem 18. Jahrhundert in Europa gibt. Ja, haben Sie ja recht. Und dann gibt es dann so praktische Tipps, was mache ich denn dann mit dem ganzen Kaffeesatz, wenn ich damit ständig den Leuten die Zukunft vorhersatze, dann kann man dies noch gleich als Handwaschpaste für stark verschmutzte Hände benutzen, als Peeling mit Olivenöl und echtem Honig und vermischen und auf das Gesicht auftragen, als Dünger, wegen hohem Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumgehalt, aber nur für bedingte Pflanzen. Vorsicht führt zu leichten Absenkungen des pH-Wertes im Boden und so weiter. Ja, und was, wofür zu Hexen heute hauptsächlich gut sind, ist eben das Abwenden von Krankheiten und solche Geschichten. Wenn man dann solche Seiten irgendwie ein bisschen näher sich anschaut, kommt man drauf, dass eigentlich eine der Hauptvoraussetzungen, um Hexe zu sein, ist, dass man auf gar keinen Fall die deutsche Rechtschreibung beherrscht. Zeichensetzung, Grammatik, ganz zu schweigen. Schulbildung oder akademische Abschlüsse sind auch eher nicht Voraussetzung. Und man sieht es halt wirklich auf Facebook zuhauf, die Kommentare, die dort hinterlassen werden auf selbsternannten Hexenseiten. Es ist aber so ein Mechanismus da wiederum, also sozusagen, wenn dann Leute kommen und sagen, ja, das gibt's doch gar nicht und die Hexen sozusagen angreifen für das, was sie da tun, das ist dann wieder so wie bei Galileo, so nach dem Motto, der wurde ja auch verfolgt und hatte recht. Ne? Also sozusagen allein die Tatsache, dass die angegriffen werden, wird als Argument dafür angeführt, da muss ja was dran sein, sonst würden sie ja nicht verfolgt werden. Also, ja. Sexy, hexy Badeschaum. Also eigentlich möchte ich jetzt meinen Vortrag beenden mit so einem Appell, vor allem an die hier anwesenden Männer. Wenn wir nicht wollen, dass Frauen sozusagen aus Resignation weiterhin glauben, sie seien irgendwie feinfühliger, mehr in Kontakt mit Mutter Erde und den unsichtbaren Mächten, wenn wir stattdessen wollen, dass alle Menschen, also Männer wie Frauen, Zugang zu rational aufgeklärten und wissenschaftlich fundierter Weltsicht erlangen, dann müssen wir diese tradierte, von der katholischen Kirche schon inszenierte Dichotomie, also diesen Gegensatz von Mann-Frau, endlich zu den Akten legen und die damit verbundene Zuschreibung bestimmter Talente oder Eigenschaften aufbrechen. Also solange wir sozusagen dieses zementierte Bild des Mannes als dem rationalen, gebildeten Wesen und der Frau als dem irrationalen, emotionalen und verführerischen Wesen weiterpflegen, so lange, befürchte ich, wird es auch noch hier diesen, naja, den Sexy-Hexy-Badeschaum, den verzeih ich dann mal, aber weiterhin diesen Hexenglauben geben, den man doch in dieser Form eigentlich nicht mehr braucht. Vielen Dank.